Jo, hallo meine Lieben und willkommen hier zu einer Ergänzungsfolge von das total verschissene Toilettenspiel vom letzten Jahre. Ich hatte eine Facecam, aber leider hat die Tonlage bzw. der Ton nicht irgendwie funktioniert. Keine Ahnung warum. Ich habe mich auch nicht drum gekümmert, ne? So viel zu tun gehabt. Ne? Nun gut, ihr wisst ja Bescheid. Jo, wo bin ich denn jetzt gerade hier? Wieder auf demselben Scheißklo, ey. Scheiße, Mann, es kann noch nicht angehen, ey. Jedes Mal dasselbe. Ah, jetzt muss ich erstmal... Oh, Mann, ey. Und wieder ohne Beine, aber... Oh, Strollern wie 10 Elefanten, ey. Oh, Herr Blümchen, Benjamin Blümchen. Oh, ich fahre ja nicht mehr aufs Klo, alter Schwede. Oh, ärgerlich, dass ich... Keine Zeitung, mit... Ah, Mann, ist gut. Diesmal keine Zeitung dabei habe. Ja. Oh, holla. Das... Oh. Dass das Toilettenwasser immer noch so weiß ist, oder? Oh, da kommt noch ein Rest. Ja. Oh, Bella, die Türfee. Oh, Alter. Was? Was war das denn? Hä? Aha. Das hat er jetzt schon letztes Jahr... drauf angesprochen. Typ mit einer Glotze auf dem Kopf und einem Kopfschuss. Nee, es geht ja... Hä? Ja, und wieder mal 4 Klorollen. Oh, ich liebe es. Ja. Oh. Hä? Das war ich. Cool, nicht schlecht. Oh Mann. Oh. Ha. Oh, ich lese doch trotzdem gleich mal eine Geschichte vor. Bleibt einfach mal dran. Ich lasse euch das mal vorlesen. Jetzt, wo die Urlaubszeit angebrochen ist, wo das herrliche Wetter den Sommer ankündigt, beginnt wieder, wie alljährlich, die große Völkerwanderung nach dem Süden. Genitalien. Moment, Genitalien, das schneiden wir raus, ja? Das wird weg, ja, ist gut. Da könnte man sich ja sonst was bei denken. Italien, das war auch das Ziel der Gräfin Steckenheim. Moment, das ist falsch. Gräfin Reckenstein heißt die wohl hier, nicht? Mensch, das ist hier verdruckt. Dieses herrliche Reiseziel vieler Urlauber war der Gräfin bis heute noch unbekannt geblieben. Deshalb wählte sie sich einen erfahrenen Reisebegleiter, den Grafen Stoßenrein. Rosenstein soll das wohl heißen, nicht? Jo, zu viel gefurzt. Gemeinsam bestiegen die beiden bei herrlichem Sonnenschein eine scheißgelbe Reisemöse. Was? Eine scheißgelbe Reiseschäse soll das heißen. Ah ja. Auf dem Kutschbock saß stolz mit einer langen Peitsche in der Hand der Affe Nedolf. Helmut! Der Neffe Adolf, Mensch. Danke, Klaus. Oh, meine Schuld. Der Neffe Adolf. Mit seinem zerfressenen Sack. Mit der Neffe Adolf in seinem zersessenen Frack und seiner verbrickelten Nille. Und seiner vernickelten Brille, Mensch. Ist doch ganz einfach. Und seiner vernickelten Brille, das... Weiter, ja? Läuft das Band noch? Ja. Läuft hier. Die Gräfin und der Graf waren von der Reise, die sie entlang der Greizer Schwänze führte... Schweizer Grenze. ...der Schweizer Grenze führte, hell begeistert. Immerfort lobte die Gräfin die Nille der Statur. Die Stille der Natur, Mensch. Als dann schließlich die Grenze passiert war, begegneten den beiden viele Reisende mit wunden Pimpeln. Mit bunten Wimpeln, also... Es war die Zeit, in der manch einer seinen Hammelfurzbimmel machte. Himmelfahrtsbummel. Mensch. Jo. Seinen Himmelfahrtsbummel machte. In einem kleinen italienischen Dorf wurde Rast gemacht. Auf dem Marktplatz hatten sich viele Menschen versammelt, weil dort nämlich die Stadtköter vögelten. Die Stadtväter kegelten.
Mensch. Das war ein wahres Volksfest. Sieger wurde der Bürgermeister, der der Frau Gräfin sofort durch sein nettes Gefick auffiel. Nettes Genick? Durch... Sorry. Durch sein fettes Genick auffiel. So ist es meine doch. Meine Schuld. Nicht. Für die hübsche Gräfin interessierte sich in auffallendster Weise ein alter Klosterpapa, der den Reisenden am nächsten Tag eine Klosterbesichtigung ermöglichte. Über dem alten Tor stand geschrieben, du sollst auf den Pimmel hauen. Du sollst auf den Himmel bauen. Mein Gott, ist das denn drin? Ein Beruf ist das hier. Gleich am Eingang sah man einen kranken Mönch, der auf dem Hoden bockte. Auf dem Boden? War da recht. Der auf dem Boden hockte. Mensch. Der Graf zeigte hinauf zu einem Klosterfenster, aus dem ein Puter kackte. Vater guckte. Die Sonne schickte ihre Strahlen auf die Erde herab und im Klostergarten saßen viele junge Niefotzen. Da furzt man ja vor Lachen. Entschuldigung, Jörg, mach weiter. Richtig. Das stimmt. Mensch, das ist aber auch wirklich schwer hier. Dankbar saßen sie vor ihren dampfenden Scheißrüsseln. Piss vor Lachen in die Hose. In einem Geschäft sah sie ein Kerl pissen. Ein Perlkissen. Als die Gräfin mit dem Grafen den Laden betrat, ließ die Verkäuferin aus Versehen ihre Fürze schallen. Das ist nicht richtig, nee. Ihre Schürze fallen. Kinder, was macht ihr denn hier mit mir? Für ein Picknick zu zweit kaufte der Graf eine Dose Bettficklinge. Fettbücklinge. Ach so, ja. Als er nach dem Preis fragte, meinte die Verkäuferin, für sie scheiß ich Drillinge. Doch! Das gibt's doch nicht! Für sie 30 Schillinge, heißt es da, nicht? Ja. Er ließ sie in eine Piste kacken. In eine Kiste packen, ja. Der Graf, nach den Eindrücken dieser herrlichen Reise befragt, antwortete, wunderbar. Hier wollen wir bleiben und Bütten hauen. coole Geschichte. Gute Nacht dann zusammen. Ich hoffe, das war für euch eine hervorragende Gute Nacht Geschichte. Jo, vom Einschlafen. Wir sehen uns dann wieder in einer nächsten Folge. Bis dann. Tschüssi. Bis dann. Jo, ich muss raus. Es kommt der nächste. Ciao. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.